عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Eine Frage, die oft gestellt wird: Sind Animes, Mangas und so weiter haram? Hier sagen wir natürlich, diese Dinge sind deutlich haram. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstmal, in diesen meist japanischen oder asiatischen Animes ist viel Blasphemie, viel Gotteslästerung, Gottesbeleidigung, weil er so will. Viel Kufr, wie zum Beispiel Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh! Oder diese ganzen Sachen mit Kufr, mit Göttern, mit Zauberei und so weiter. Die zweite Sache in diesen Sachen sind Musik. Und die Musik ist, wie wir wissen, mit Konsens verboten. Die dritte Sache, dort sind unbedeckte Frauen. Unbedeckte Frauen, auch wenn sie nur gezeichnet sind. Aber sie sind sehr nah an der Realität und meist sehr schwach bekleidet. Und das ist nicht erlaubt, sich solche Dinge anzusehen. Die vierte Sache, es verschwendet die Zeit und ändert den Charakter der Kinder und Jugendlichen. Im Sinne, dass sie diese Dinge nachmachen wollen oder gewisse Sprüche nachsprechen und so weiter. Deswegen, wir sagen ganz klar und deutlich, diese Animes sind haram, sind verboten. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.